Hey zusammen und herzlich willkommen zu meinem kleinen DOS-Tutorial. Nämlich, wie ihr Tomb Raider 1, wie man das schon lesen kann, Tomb Raider 1 starring Lara Croft, das ist übrigens die DOS-Box, wie man das halt über DOS-Box spielt. Als erstes braucht ihr halt die DOS-Box. Logisch irgendwie. Dann öffnet ihr die DOS-Box, nachdem ihr sie installiert habt. Und natürlich müsst ihr noch ein paar Vorbereitungen treffen. Nämlich, ihr müsst das Spiel einlegen. Das habe ich schon gemacht. Und dann müsst ihr auch noch herausfinden, welche Attribute eure Festplatte und euer CD-Laufwerk haben. Oh, falscher Knopf. Da. In meinem Fall hätte jetzt meine Festplatte die Attribute C und mein CD-Laufwerk D. Das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Und als erstes müsst ihr den Command Mount C und dann den Namen eurer Festplatte. Und wenn ihr dann jetzt zum Beispiel noch einen Spieleordner habt, extra für DOS-Spiele angelegt, dann gebt jetzt was weiß ich, wie der Ordner heißt, DOS Games ein. Das habe ich aber nicht. Deswegen klicke ich einfach so. Dann müsst ihr Mount D. Bin ich gerade dumm? So, und dann den Namen eures CD-Laufwerks. In meinem Fall wäre das jetzt D. Dann gebt ihr D-Doppelpunkt ein. Und dann einfach I und dann auf Tab. Dann müsste diese install.bat kommen. Und dann klickt ihr auf Enter. Dann kommt ihr in dieses Menü, in dem ihr Tomb Raider 1 installieren könnt. Da bestätigt ihr einfach installieren mit Enter. Dann hier, wie man hier nochmal lesen kann, das ist bei mir einfach auf der Festplatte C und Tomb Raider heißt der Ordner dann. Dann hier müsst ihr einfach auf automatisch klicken, weil ihr könnt das selbst gar nicht einstellen. Dann geht ihr auf Weiter und wenn ihr auf Einstellungen speichern klickt, installiert es das Spiel. Das ist relativ schnell fertig. Es fährt kurz hoch. So, und hier sind wir im Spielmenü. Das machen wir jetzt allerdings nochmal zu, weil ich möchte euch auch zeigen, wie ihr das Spiel aufrufen könnt, wenn ihr es schon installiert habt. Dazu müsst ihr dann, wenn ihr das Spiel geschlossen habt, also ich meine die DOS-Box, müsst ihr sie nochmal hochfahren und wieder mounten. Dieses Mal auch wieder Mount C und Mount D, wie wir es vorhin schon hatten. Ups. Das kann auch mal einem erfahrenen DOS-Box-Benutzer passieren. Die Doppelpunkte vergessen. Mount D CD-Dings. Dann müsst ihr C-Doppelpunkt eingeben. Egal wie eure Festplatte heißt. Oder halt alles andere. Ihr müsst einfach C eingeben. Dann gebt ihr da ein CD-T. Und auf Tab, dann müsst ihr es vervollständigen. Ich verfasel mich heute viel, Leute. Tut mir leid. Dann müsst ihr halt nur noch auf Tab drücken. Dann müsst ihr es Tomb Raider automatisch vervollständigen. Und da gebt ihr einfach jetzt auch nochmal ein T ein. Dann müsst ihr, wenn ihr auf Tab klickt, meine ich, müsste eine Tomb-Exe kommen. Dann klickt ihr wieder auf Enter. Und das Spiel öffnet sich. Ich habe das auch erst gar nicht verstanden, weil es ist echt kompliziert.
Und hier habt ihr das Spiel. Wir können ja auch gleich mal testen. Das passiert des Öfteren Willkommen mal. Bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang machen. Also, dass es so leckt, passiert des Öfteren mal, meine ich. Benutzt die Richtungstasten, um ins Musikzimmer zu gehen. Mit irgendeiner Taste konnte man die Auflösung erhöhen. Genau mit der. Das ist übrigens F1. Das benutze ich allerdings nicht gerne, weil es dann sehr leckt, wie man sieht. Die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht, wohin damit. Ich spiele lieber so. Ist einfach hübsch und leckfreier. Und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste, dann kletter ich rauf. Wow, Lara. Du bist einfach top. Und ich möchte jetzt auch nochmal für jeden Kritiker beweisen, sie kann den Handstand seit Tomb Raider 1. Dazu müsst ihr, wenn ihr an einer Kiste hängt, einfach die Taste über STRG klicken. Das wäre die Shift-Taste und dann klickt ihr nach oben. Ich sag doch, das geht seit Tomb Raider 1. Und wer wollte mir glauben? Natürlich wieder keiner. Das geht übrigens in den klassischen Teilen immer so, dass du, wenn du an einer Kante hängst, dann einfach nur noch Shift klicken musst, damit Lara das macht. Wir gehen mal hier raus. Und damit, meine Leute, möchte ich jetzt auch noch was ankündigen. Wenn ich im Januar mit Tomb Raider Anniversary fertig bin, also diesem Spiel, möchte ich auch das Original spielen, also Tomb Raider 1. Und naja, halt so ein Beinbruch, sage ich jetzt schon mal, weil das Spiel ist sehr verbuggt an manchen Stellen. Zwar nicht so extrem wie dieser Kollege hier, also Bugness, aber es ist schon etwas verbuggt. Und naja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.